Ja, meine Damen und Herren, die Kollegen haben es gerade schon gesagt, der Jungmakler Award ist ein Jungbrunnen. Er ist nicht nur Inspiration für die Jury, er ist auch Inspiration untereinander. Und ich kann Sie alle und darf Sie einladen, sich mit den Konzepten aller Finalisten zu beschäftigen, sich inspirieren zu lassen. Ganz toll, wenn man da den ersten Platz erreicht. Wir haben auch heute hier Erstplatzierte der letzten Jahre, die mit dabei sind und zeigen, dass es eine Initiative ist, die sich fortzusetzen wirklich lohnt. Ich gebe zu, mein Herz schlägt sehr hoch, nicht nur Ihres, weil es eine besondere Ehre ist, diesen Jungmakler Award auf dem ersten Platz hier vortragen zu dürfen. Die Welt deutscher Versicherungsmakler ist einem rasanten Änderung unterworfen. Geschäftskonzepte, vielfältige Ideen. Und das Schöne ist, nicht nur Digitalisierung, auch das Menschliche steht weiterhin im Fokus, was man übrigens bei der DKM auch wunderbar sieht. Es gibt Attribute wie modern, einfach und digital, und doch kommt der Kontakt zu den Menschen nicht zu kurz. Der Gewinner des Jungmakler Awards 2019 verkörpert das mit seiner Firma, die 2015 gegründet wurde, gemeinsam mit einem Team und ganz persönlich in ganz hervorragender Weise. Vielleicht sollte zu modern, einfach und digital noch mutig und leidenschaftlich kommen, denn genau das ist es, was er, was seine Kollegen im Team tun. Hauptzielgruppe eines rheinländischen Unternehmens sind Berufsstarter bis 40 Jahre, sind Akademiker, Unternehmer oder auch Selbstständige oder einfach Menschen, die auf besondere Beratung Wert legen und die im Übrigen bereit sind, für diese Beratung zu bezahlen. Auch das eine Innovation bei diesem Jungmakler Award, denn der Gewinner verfolgt das Konzept der Honorarberatung. Heute arbeitet das Unternehmen in 5 Geschäftsbereichen: Finanzplanung, Altersvorsorge, Geldanlage sowie Versicherung und Finanzcoaching. Meine Damen und Herren, die einzelnen Beratungsfelder können unabhängig voneinander in Anspruch genommen werden. Es gibt klare und transparente Beratungskosten und jeder weiß, was er zu erwarten hat. Es ist Innovation, Leidenschaft und die Idee, mit diesem Konzept nach vorne zu kommen, ist, was unseren Jungmakler 2019 begeistert. Bitte, großen Applaus, ganz große Begeisterung für die Mayberg Finanzpartner Ingo Schröder! Wie das in der November-Ausgabe hoffentlich in Ihrem Briefkasten aussieht, wenn die neue Astkompakt kommt. Da sind die 3 Gewinner. Aber viel wichtiger und einen mindestens genauso großen Applaus bitte ich nochmal an die anderen 9, die auch Gewinner sind. Bitte hier sind die